Moin Moin liebe Buddha Benno und herzlich willkommen zurück zum FIFA 15 Karrieremodus. Im letzten Part haben wir es richtig verkackt gegen Schalke, ne? 1-1 gespielt, dann wollte ich ein bisschen offensiver machen, ne? Wir wollten noch den Sieg, wir wollten die 3 Punkte und was passiert denn, wenn man das so aggressiv macht? Man bekommt ein Gegentor und wir hatten dann wirklich keine Chance mehr zurückzuschlagen, also haben wir 2-1 verloren, 3 Punkte nach Schalke, nach Gelsenkirchen geschenkt. Versendet, was weiß ich nicht alles, und die wollen wir uns jetzt in Frankfurt zurückholen. Und nicht nur die 3 Punkte, sondern auch am besten den ersten Platz in der Tabelle, denn der ging an Leverkusen und das kann er also wirklich. Wer die Bundesliga-Geschichte ein bisschen kennt, der weiß, dass das nicht sein kann. Dicht auf dem Fersen ist uns jetzt auch Schalke, punktgleich mit den Bayern und uns halt. Wir haben aber unsere Geheimwaffe Asifua, der ist stark, der hat 17 Bundesliga-Tore und mit dem wollen wir Frankfurt jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe auch überlegt, ob wir wieder mal ins 4-4-2 mit Raute wechseln, aber so ganz überzeugt bin ich nicht, deswegen lassen wir es erstmal so und schauen mal, ob wir so die Frankfurter weghauen können. So, wir spielen zu Hause, Frankfurt dementsprechend auswärts und ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das hier erfolgreich angehen können. Celalem startet gleich mal mitten im Sololauf, der nichts bringt. Ballverlust. Läuft, ne? Läuft bei uns. Jugendwort läuft bei dir. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vielleicht auch ganz interessant. Ich verstehe nicht, wie man so ein Jugendwort... Also ich weiß nicht, das heißt Jugendwort und man nimmt mehrere Wörter dafür. Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Und vor allen Dingen, wer bestimmt das eigentlich? Wisst ihr das? Also das aktuelle Jugendwort ist läuft bei dir. So. Da denke ich mir, weiß nicht, wer benutzt das? Ich benutze es nicht. Ich gehöre noch zur Jugend. Bin jetzt 24 Jahre und gehöre immer noch zur Jugend, ja. Und ich benutze es kaum. Aber nur gut, wir wollen hier Tore machen. Fiel mir gerade so ein, das Thema. Nee, gut, konzentrieren wir uns weiterhin auf Fußball. Wir wollen hier, wie gesagt, 3 Punkte mitnehmen. Und das wird, glaube ich, nicht so ganz einfach. Zuletzt ja Frankfurt auch in echt gut abgegangen. Dortmund geschlagen mit 2-0. Das soll uns natürlich nicht passieren. Wobei Bremen ja auch im Real Life in der Bundesliga jetzt ordentlich gepunktet hat. Also mit einem ansehnlichen Spiel. Mit einer guten Torausbeute. 4-0 gegen zwar nur Paderborn, aber die haben ja auch schon einigen Leuten übel eingeschenkt. So, ich muss mich jetzt hier ein bisschen mehr konzentrieren, denn da verschenken wir doch oft Chancen, weil ich einfach nicht richtig passe. So, ein bisschen Doppelpass hier. Bietet sich keiner richtig an. Ja, komm du, mal nach außen hier. Nee, keiner in der Mitte. Da muss Rüdiger mitmachen. Dann lupfen wir den mal ein bisschen hoch und Goretzka kommt ran. Sehr schön. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er an den Ball jetzt nicht rankommt. Asifua, Celalem. Und Brandt. Brandt. Schön mitgehen auf Brandt daneben. Boah, knapp 20 Minuten jetzt gespielt. Und... ja, momentan sind wir besser. Aber so richtige Torchancen gab es noch nicht. Das müssen wir unbedingt ändern. Vielleicht ein bisschen mehr spielen vor dem Tor, ne? Damit wir so Chancen wie eben vielleicht auch entstehen lassen können, öfter entstehen lassen können. So, Ball weg. Jawohl. Asifua, sehr schön gekreuzt, aber da kriegt er kein Tempo hin. Kann das Tempo, was er gehen kann, nicht schnell genug aufbauen. Und dann kann er halt auch kein weglaufen. Schade. So, was macht mein Hut da unten? Ist nicht vorhanden. Oh, wieso kann er denn nicht ordentlich schießen? Wieso kann er den denn nicht ordentlich schießen? Goretzka ist doch eigentlich ein guter Spieler. Schafft's aber nicht, den Ball da ordentlich am Torwart vorbeizubringen. Nur ins Tor aus. Weiterhin 0-0.
Aber es ist endlich mal richtig stark gespielt. Oh, zu weit vorgelegt. Oh, sehr schön. Nein! Boah. Da kommen einfach mal rein. Flanken, reinflanken, Zillerleben. Schafft's nicht. Goretzka, vielleicht mit dem Schuss kriegt er es auch nicht hin. Boah, jetzt sind wir aber deutlich überlegen, aber ja, Kopfbälle ist nicht unser bestes Ding hier. Eckbälle im Allgemeinen. Oh, was war das denn wieder? FIFA, echt, ey. Wird mir der eine Spieler abgewählt, der jetzt locker hätte den Ball erlaufen können. Ja, das lief nicht so, wie ich mir es erhofft habe. Zillerleben, komm, eingreifen. Kommt der Hasebe nicht hinterher? Oh, ganz knapp am Ball vorbei. Den hätte er fast noch erwirtschaftet. Na los. Macht einen Fehler. Macht einen Fehler. Ihr sollt einen Fehler machen. Ja, abspielen soll zu dumm. Sehr schön. Ajrovic kann auch keine Geschwindigkeit ordentlich aufbauen, aber muss das jetzt... Irgendwie so läufst du denn nicht weiter, Zillerleben? Das gibt's nicht. Der hätte einfach weiterlaufen können. Hätte den Ball reinstochern können, aber nix da. Wollte er nicht. Schöne Scheiße, Zillerleben. Schöne Scheiße. Kannst du sie echt mal hinterfragen. Siehst du? So. Okay, Ajrovic. Kommt nicht aus dem Knick mit der Drehung. Kommt einfach nicht aus dem Knick. Ich hätte auch schön in 16 laufen können. Aber er braucht so lange. Wirkt total träge. Ja, und der Schuss war dann natürlich quasi in potenzieller Bedrängnis. Habe ich den abgegeben. Und das wird er natürlich nichts. Oh, jetzt ist es ein Freistoß für uns. Wieso auch immer. Den führen wir mal kurz aus. Zillerleben. So, komm. Schön rüber gespielt zu Goretzka und der macht den nicht, Mann. Mach den doch mal rein. Unglaublich, was wir wieder für Chancen rausspielen. Wir nutzen es einfach nicht. So, ein Assifor bringt momentan nichts. Er hat wieder ein kleines Loch, in das er gefallen ist. Kam dann wieder raus. Aber war wohl nur eine kleine Spitze seines Könnens hier. Da muss, glaube ich, der Kubilanski mal wieder ran. Hier, Frankfurt hat absolut keine Chance gegen uns gerade. Unglaublich. Jo, Kobi, dann zeig mal, was du kannst. Viel mehr wechseln wollte ich jetzt nicht. Hat da jetzt gegen Paderborn... Bremen gegen Paderborn hat das ja auch geholfen, mit der Jugend da zu agieren, ne? Aicicek groß aufgespielt. Selke groß aufgespielt. Oh Gott, ja, herzlich willkommen. Beim 1:0. Doch nicht. Oh, ich dachte, das wäre jetzt das 1:0 hier für Frankfurt. Das wäre so typisch gewesen. So, Kubilanski, komm. Sehr schön, sehr gute Position. Kubilanski macht das Ding, jawoll! Das kurze Eck, das kurze Eck. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch mehr erwähnen sollte, noch öfter erwähnen sollte. Schießt ins kurze Eck. Ja, da hat sich die Jugend mal wieder bezeigt gemacht. Bereits das 5. Saisontor für ihn. In, weiß nicht, 3 halben Spielen oder so. Schon stark, ne? Ist schon stark. Ne? Das ist schon ganz gut, ey. Ja, da wurde ich aber gefoult. Entschuldigung, muss ich kurz husten. Da wurde ich ordentlich gefoult. Okay, Ajrovic. Einfach mal reinflanken. Und da ist nicht das 2:0. Ach du meine Güte. Soll einfach nicht sein. Jetzt aber bloß nicht hier ein Gegentor kassieren.
Öztunali. Ja, da lief aber keiner mit. Jetzt haben die sich da schön gegenseitig behindert. Chance für uns, das 2-0 zu erarbeiten. Oh Gott, was ein Schuss, Öztunali, das gibt's doch nicht. Da denkt man, das haut er richtig rein. Und was macht Gebre Selassie da? Ey, ohne Mist. Ah, Kubilanski, da ist er einfach nicht stark genug in der Ballbehauptung. Schießen kann er richtig gut. Torgefährlich wie Sau. Wenn es darum geht, den Ball zu behaupten. Da fehlt er noch ein bisschen. Und das war ein Foul von Frankfurt. Gut. Sehr schön. Ah, wir müssen wirklich das zweite Ding hier machen, sonst kommt das ganz böse enden für uns. Und das war wieder verstehe ich nicht, wieso er einfach den Ball nicht angenommen hat. Er wurde mir automatisch zugewiesen. Dachte man sich ja eigentlich, ne? Und kriegt er den auch? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja, als ich spielen wollte, da lief er dann nicht mehr so, wie er es angezeigt hat. Der gute Selalem. Und dem muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Aber schon ganz okay, was er hier leistet für uns. Ja, das war abseits und ein schlechter Schuss. Ich würde sagen, jetzt können wir auch mal wechseln. Von Selalem kommt nicht allzu viel momentan. Öztunali auch schon ein bisschen durch. Und dann wäre es das eigentlich schon. Mehr können wir nicht wechseln. Hätte sonst gerne noch mal Bartels gebracht. Der kann immer ein bisschen für Wind sorgen, ne? Aber nur gut. Braucht einfach zu lange, um den Ball zu kontrollieren, Kubilanski. Na. Jetzt werden die nicht aus durchgehen. Schade, Prügel. Schade. Oh, oh, oh. Und köpft ihn weg. Weg damit, Rüdiger. Jawohl. Da kommt er doch niemals vorbei, oder? Nein! Muss man den Verteidiger aber auch mal loben, ne? Der ist stark gemacht. Stark eingeschritten. Oh, komm, den kriegen wir jetzt ausgedrückt. Geh weg! So ein Brand. Gut zu Hajrović gespielt. Alrovic. Ah, ich wollte, dass Goretzka den ganz hinten bekommt. Schade, schade, schade. So, Rüdiger noch einmal. Kubilanski. Mann. Wieso kannst du den ja nicht so gut kontrollieren? Jetzt sollten wir uns wahrscheinlich auch aufs Verteidigen beschränken. Kein Abseits. Was? Was? Weg damit. Abseits. Gut, doch. Puh, so, 88. Minute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hatte ich gerade richtig Angst, den Kurz zu spielen. Aber da kam dann doch keiner. Öztunali, Goretzka, zu Brand. Ach Mann, Kubilanski! Da kannst du auch mal rankommen. Jetzt noch mal kurz mitmachen. Der ist im Aus, der ist im Aus. Pfeif ab, pfeif ab! Ja? Was ist da los? Eckball? Was? Das war auch kein Eckball.
Nein, nein, kein Elfmeter, Alter, kein Elfmeter. Wehe, wehe. Geh weg mit deinem Ball, geh weg mit deinem Ball. Jawohl. Boah. Puh, 3 Punkte mitgenommen. 3 ganz wichtige Punkte. Und dann können wir gleich mal schauen, wie unsere Konkurrenten hier spielen. Heute anscheinend nicht. So, und dann gibt es noch den deutschen Pokal. Ich würde aber gerne noch mal schauen, wie das jetzt bei uns in der Tabelle aussieht. Bundesliga. Wir sind wieder Erste. Jawohl. Schalke und Bayer 04. Leverkusen, beide 04. Ne? Nur unentschieden gespielt. Bayern hat sogar verloren. Dortmund hatte, glaube ich, 28 Punkte vor dem 18. Spieltag. Ah. Hat also auch nun unentschieden bekommen. Gut, sieht erstmal richtig gut aus für uns. Wir haben die meisten Tore geschossen. Wir haben mit Bayern und Schalke am wenigsten bekommen. Obwohl, da sind noch ein paar mehr, ne? Ah, 19 Gegentore, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber jetzt haben wir zu 0 gespielt. Gegen Schalke kann man mal 2 bekommen. Muss man nicht, das ist ganz klar. Und wir müssen jetzt gegen Union Berlin in die dritte Runde des deutschen Pokals. Das ist auf jeden Fall machbar für uns. Wir sehen hier News. Kobylanski spielt wie ein junger Gott. Kann man das hier irgendwie raufgehen? Nee, ne? Ist ja auch egal. Er hat das Tor gemacht. Ein wichtiges Tor für uns. Und ja, beim nächsten Mal dann gegen Union Berlin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wer es gefallen hat. Lasst wie immer mal ein Like da oder einen netten Kommentar. Falls ihr Tipps habt, ne, Transferperiode steht jetzt wieder an. Bald. Gott, wie viel haben wir denn zur Auswahl? Knapp, ja, 19 Millionen. Wenn man da noch ein bisschen was dreht, dann haben wir vielleicht so 16, 17 Millionen mit ein bisschen mehr Gehaltsbudget. Also ein Spieler könnten wir wahrscheinlich kaufen, der uns voranbringt. Falls ihr Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.